Ah ja, die haben wir. Einen Kamisilisten und drei Invektoren. Und ich mache die Invektoren zuerst platt, denn die sind viel nerviger. Invektor. Kann sein, dass der Kamisilisten ein bisschen in die Quere kommt, aber so groß nervig ist er nicht. Der Bosskampf mit Clayton war auch nur so schwer mit dem Kamisilisten, weil Clayton ständig gemeint hat, er müsse auf uns schießen. Nein, nein! Nicht, wie willst du denn zwei das machen? Also nur gewisse schon wieder K.O. Ein quasi Bossgegner in der Nähe und schon sind wir wieder weg. Ey, komm! So ist es, wenn man mal eben kacken muss. Die crazy. Echt? Wie haben die so weit nach oben geschafft? Fühlt einfach der, der sie verschwinden lässt, indem man nichts macht? Wir kriegen hier eh nichts raus, außer XP und dann auch nicht viel. Also. Wäre eine andere Sache, wenn man jetzt Items kriegen würde, aber das tut man ja nicht. Ach stimmt, Schattenlurche und Schattenfasare quer durcheinander. Mal eine Runde ohne Invict. MP-Sammelrunde. Also für mich jedenfalls. Ja, ist es wirklich nur Prügeln. Prügeln, prügeln, prügeln. Damit ein Schwert das alles kontern kann, ist es so einfach. Vor allem, weil es so stark ist. Ich meine, echt im Original Kingdom Hearts 1 hatte Zentifol nur 10 Angriffspunkte. Oder 9. Aber ich glaube, es waren 10. Die Miragen. Das ist ein Vorspiel aus Gemini und Mirage. Mirage. Ja, gar keine Sache. Eigentlich auch nur eine pure MP-Sammlung, aber. Naja, wenn sie sich auf die Art und Weise sichtbar machen, dann wird sie das machen wollen. Ich werde hier getroffen. Oh, hab ich den echt noch erwischt? Echt jetzt? Der kann nicht sterben, während er den Angriff macht. Hey Donut, angreifen. Der war gerade schon wieder unter seinen scheiß Stab unterwegs. Wer kam mit diesem Namen eigentlich an? Da sind sogar manche Rollenspiele auf Animex noch kreativer. Okay, scheiß mal drauf.
Das macht übrigens Spaß. Nein! Gott sei Dank habe ich Ratzefatz, sonst wäre es jetzt nicht geklappt. Das hätte jetzt nicht geklappt. Ah, bleib hier unten! Hat doch einen erwischt. Ha. Selbst mit Gravi, wenn die zusammengedrückt haben, schweben trotzdem noch. Na komm, du kriegst ja wohl platt. Jetzt haben wir sie alle auf einmal. Der Angriff von denen ist zwar nervig, aber getroffen hat er jetzt nicht. Gut gemacht, Jungs. Weil Donald ist weniger gestorben als erwartet. Ich finde, er heißt schon was. Okay, ich bin kein Fan von Engelschwingen, um ehrlich zu sein. Ist eine coole Art Herzloser, aber nervig zu bekämpfen. Das hier wird eine der schwierigsten Runden im Spiel. Brauchen wir noch so ewig lange zum Neuauftauchen. Läuft das schon wieder? Das ist so nervig, dass sie nach einer Zeit einfach blocken. Ist auch undurchdringlich blocken. Also, selbst Limit Moves ziehen nicht viel ab dann. Ich hasse übrigens, wenn ich alleine bin. Je weniger da sind, desto besser. Ist nicht lustig, von einem Tornado verfolgt zu werden. Da ist doch da. Der ist so gut wie tot. Und tot. Ich hatte schon meine lieben Schwierigkeiten früher hier. Also gerade in dieser Runde. Na komm, am Ende kommen nochmal alle zusammen drauf. Ne? Und Limit Moves sind die teilweise doch echt nötig, damit man gescheit durchkommt. Wenn ihr weniger da sind, desto mehr Ärger hat man. Gut, dass sie auf Goofy und Donald gegangen sind. Oh.
Bums. Erst werde ich dreimal vom Kontern abgehalten und treffe ich nichts. Schüttelt. Ich glaube, das ist jetzt genau die Runde, für die ich es auch aufgehoben habe, ey. Mein Gott, ne. Waren das alle? Das waren alle. Aber das waren alle! Ich bin durch! Auf den ersten Versuch! Sollte ich hier ja eigentlich keine Probleme haben. Das wäre peinlich, wenn ich hier verkacke. Bei Granditos. Der Typ sieht groß und schwer und stark aus. Das ist er auch, aber er ist dumm. Man kriegt für jeden Treffer, den er landet, einen Punkt drauf. Okay, die Punkte waren verschwendet, aber egal. Bei dem ist es nur draufkloppen, hochklettern, draufkloppen, aufpassen, dass der Kopf einen nicht erwischt, draufkloppen. Der hat zwei Köpfe, aber kann nur mit einem denken. Man kriegt 4000 XP, wenn man den Typen platt kriegt. Ja, manchmal macht er ein paar Stampfer, manchmal meint er auch, er muss mit seinen Händen angreifen, sich einfach nach vorne beugen. Aber du bist echt easy. Es wäre sogar einer, den ich im Königsanhänger bekämpfe, einfach um aus den Schlägen der Punkte rauszukommen. Weil ich glaube, dass es Blödsinn ist, man kriegt mehr Punkte, wenn man den schneller besiegt. Er hat ja gesagt, oftmals ist der Kopf eigentlich erwischt. Das einzige Problem hier oben ist nur die Kamera. Shit. Ah, Donald, wie peinlich, du bist kapiert. Ja, er beugt sich halt nach vorne. Selbst wenn du einen Goofy schlägt, kriegt man Punkte, also. Weg da! Ah, doch nicht. Ah, vielleicht ein bisschen Verschwendung hier, aber. Mann! Und drauffahren, immer schön weiter drauffahren, ist nur ein Haufen Stein. Ich schon sagte, nur ein großer Haufen Steine. Damit den besten und heftigsten Cup geschafft. We're the champs! Und Herkules hat nicht mal mitgemacht. Triogramm erhalten. Das Triogramm ist leider etwas, das in diesem Spiel ein bisschen anders funktioniert als in Kingdom Hearts 1. Ability. MP der Gruppe werden explosiv an den Gegner entladen. Mitglieder müssen in der Nähe sein. Ich brauche mindestens 3 MP. Die Attacke bringt nichts.
Macht zwar wohl Schaden, aber dann hat man keine MP und ohne MP kämpfe ich nicht gern. Trifft mit Combo-Attacken, selbst wenn die Attacke daneben geht. Ja, das habe ich mir gedacht. Kann übelst praktisch sein. Manchmal. Gefährt auch 2 Punkte gekriegt. Oder was ausrüsten kann ich damit nicht. Germana hat er auch noch nicht. Er soll seine Angriffe eigentlich behalten. Boah, ich bin durch den Hades Cup durch. Das ist eine Wohltat. Jetzt kann ich beide Spezialrunden machen, aber es lasse ich bleiben. Ich speichere ab und sage erstmal bis zum nächsten Mal bei Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. Bis dann.